Halt die Gosch, du oller Frosch, es gibt erst später was zum Essen und das richtet sich natürlich nicht an euch, meine Zuschauer, sondern hier an diesen Herrn, der seinen Mund sehr, sehr weit aufgerissen hat und wir wissen halt nicht, ob er extremen, riesigen Appetit hat oder ob er vielleicht wahnsinnige Angst hat. Das werden wir sicherlich in den nächsten Minuten bestimmt nicht herausfinden. Und herzlich willkommen, Filmfans, zu einem neuen kleinen Unboxing- bzw. Produktvorstellungsvideo oder wie ich es auch nennen würde, Blindkaufvideo zu dem 1987 veröffentlichten US-amerikanischen Backfoot-Slasher Berserker von Jeffrey Richardson. Ein Film, von dem ich zumindest vor gut 2 Jahren noch nie etwas gehört habe. Den Film gab es ja letztes Jahr zumindest erstmalig auf DVD von Great Motherfucking Movies mit einem wirklich sehr, sehr aussagekräftigen, neumodischen Motiv, was mehr so auf Tierhorror hingedeutet hat. Aber es ist halt eher ein Backfoot-Slasher mit einer übernatürlichen Note oder Würze obendrauf. Und zwar geht es hier um einen verfluchten Wikinger, mein Krieger, der von Odin himself verflucht wurde und jetzt ein bisschen aussieht wie ein Grizzlybär und halt dort irgendwo im Wald rumwütet. Das ist so das einzige vielleicht kreative Element in diesem Film, wo ich mir sage, okay, ich muss mir diesen Film auf jeden Fall holen, auch wenn es 20 Tacken sind für ein Mediabook, was eventuell diesem Preis gar nicht gerecht wird, muss man einfach mal sagen, vor allem wenn man rüberschiert nach Amerika, dort gibt es eine Blu-ray von Vingener-Syndrom, die ist in deren Shop erhältlich. Da gibt es eine Menge Bonusmaterial, es gibt auch einen neuen Bildtransfer. Ich gehe stark davon aus, dass man beides oder vielleicht doch den Bildtransfer zumindest hier in dieser Veröffentlichung finden wird. Ansonsten kein Bonusmaterial, es gibt ja auch keine deutschen Untertitel. Halleluja, aber dafür ein wirklich sehr, sehr schieres VHS-Artwork, was man hier verwendet hat, denn das war damals auch auf der VÖ von Starlight Video drauf gewesen. Der Film wurde am 18. August 2015 wieder vom Index runtergestrichen. Und wurde jetzt halt hier nochmal in dieses Mediabook reingekloppt von Daredo. Und Daredo haben ja in den letzten Monaten wirklich großartige Mediabook-Releases gebracht. Hm? Ja, stimmt an dieser Stelle. Wie Alien Prey, den ich mir bis jetzt noch nicht angeschaut habe. Aber da kommt bald eine Komplettbox zu dem Film von Norman J. Ronan hier noch an. Deswegen habe ich das mir erstmal aufgespart. Oder halt auch die Neuauflage von Forbidden World, Mutant, das Grauen im All, wo ich ja dieses schöne Vergleichsvideo gemacht hatte zwischen dem Uncut FSK 6 Mediabook Neuauflage und dem Original, also dem einen der ersten Mediabooks von Anolis. Und das ist natürlich dann relativ schnell wieder aus der Sammlung geflogen. Es gab natürlich dann auch ein sehr ausführliches Video vom guten Moviefan 1982, vom guten Markus, den ich hier an dieser Stelle nochmal grüßen möchte. Und das hat natürlich Bände gesprochen, muss man einfach mal sagen. Deswegen gehe ich hier jetzt nicht von großartiger Qualität aus. Ich habe das Ganze hier ja, bei Müller bestellt gehabt. Und hier haben wir natürlich das Original-Artwork, ohne dass wir hier diesen diesen Text noch hier im Fressbrett dieses Herrn haben. Aber das Cover ist so nichts sagen, muss man einfach mal so sagen. Der Film selber hat jetzt auch nicht so gute Kritiken bekommen. Ist eher wirklich so eine Slasher-Gurke. Aber vielleicht kann man ein bisschen Spaß damit haben. Ja, also die Bilder zumindest auf der Rückseite des Mediabooks sind sehr, sehr ansprechend gestaltet. Das Ganze kommt auch wieder mit einer leichten Lederhaptik daher, wie man hier vielleicht sehen kann. Ja, sieht an sich ganz okay aus, aber ob es jetzt der Film wert ist. Hier steht Jefferson Richard. Also ich habe geguckt, Jeffrey Richardson. Ich weiß jetzt nicht, wie der Typ jetzt heißt. Das ist sein richtiger Name. Ja, egal, es war eh seine letzte Regiearbeit gewesen. Ja, und sieht ganz okay aus. Da haben wir hier den Spine, der ist auch nicht sonderlich aufregend hier. Hier haben wir gar, wie man sieht, einen kleinen Schnitt. Sehr, sehr schön. Ja, da wurde, hat jemand sehr, war jemand sehr wütend scheinbar auf den Film. Ja. Und dann natürlich hier die Rückseite. Da haben wir natürlich hier oben pickepralle voll nochmal so ein schönes Werbezitat. Erleben Sie diesen Slasher-Klassiker erstmals in HD als Uncut Limited Edition auf DVD und Blu-ray, was hier allerdings nicht stimmt, weil der Film gab es ja schon zuvor auf DVD letztes Jahr. Und hier haben wir natürlich schon ein sehr passendes Bild. Unser Grizzly Killer macht gerade ein Nickerchen. Oder ist er tot? Keine Ahnung. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal die Inhaltsangabe. Und dann natürlich hier noch ein paar Szenenbilder. Da haben wir den Herrn. Sieht wirklich weird aus, muss ich sagen. Und ja, paar Angriffe hier von unserem wütenden Bärchen, Menschen. Die technischen Informationen, wo hier ist ein bisschen irritierend ist, hier Laufzeit DVD, Kinofassung, Laufzeit Blu-ray, Director's Cut. Ich habe geschaut, es gibt eigentlich gar keinen Director's Cut für den Film.
Ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Oder es kann sein, dass es hier die alte deutsche Kinofassung ist, die nie auf VHS veröffentlicht wurde, die geschnitten ist. Gehe ich aber auch nicht stark davon aus. Es ist wirklich sehr, sehr irritierend. Es gibt keinen Director's Cut. Also, ich weiß nicht, was der Schmuh soll. Ja. Und natürlich hier noch die ganzen Logos. Ja, ich erwarte mir echt nicht wirklich nichts davon, muss man einfach mal so sagen. Dann machen wir das Ganze auf und dann haben wir natürlich hier erstmal auf der linken Seite die DVD. Nochmal mit dem Artwork und dann haben wir natürlich da die Blu-ray, die auch nochmal ja, mit dem gleichen Artwork daherkommt. Und dann haben wir hier, ja, ist das gezeichnetes Artwork? Nee, ist einfach irgendwas, irgendein Bild rangezoomt. Vielleicht von hier, hier, davon. Das einfach mal genommen und schön hier rangezoomt. Kann man machen, sieht okay aus, ja. Aber von Weitem könnte man eher denken, dass es gezeichnet ist. Also ein wirklich sehr, sehr nichtssagendes Innenartwork. Einfach mal die Fresse. Ah, Leute. Na, Sachen gibt's. Und ja, hier nochmal das Frontartwork nochmal recycelt. Papier ist relativ dick. Das Ganze ist hier auch eingenäht. Und dann haben wir natürlich hier bisschen was zum Cast. Also jetzt hier mal wieder ein 16-seitiges Booklet, was eher so wie ja, Bravo-Fotoroman aufgemacht ist. Und doch hier noch ein bisschen was zum Regisseur. Und hier haben wir unseren. Ja, das bezieht eigentlich gut aus so einer Qualität. Vielleicht doch ist die Bildqualität annehmbar. Mal schauen. Hier haben wir einen richtigen Grizzlybären. Naja, dann hier auf jeden Fall noch was zur Kamera, dann noch was zur Musik. Ja, also ein bisschen Text haben wir natürlich hier auf jeden Fall. So ein kleines Essay hat sie reingeschafft. Und dann natürlich hier auf jeden Fall die ganzen Pressestimmen, wo man das schon ein bisschen näher halten muss. Also ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal einen Geschmack abholen, wie diverse andere Seiten im Internet diesen Film so gefunden haben. Hier gibt es einen lauten Hardrock Heavy Metal Soundtrack. Masmoria CO. Okay, gut. Also man muss sich den Film anschauen, weil er einen lauten Metal Soundtrack hat und dann natürlich noch dieses hier, dieses Artwork. Das sieht auch wirklich schier aus. Ja, Also das dürfte auf jeden Fall ein Riesenspaß werden, sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich den Film verbraten werde. Das dürfte natürlich dann noch ein paar Monate dauern, aber das ist auf jeden Fall, das ist schon mal als Spoiler vorweg, das ist ein klarer Kandidat für die diesjährige Lordsche Halloween Horror Trash. Definitiv. Mir fehlen jetzt echt an dieser Stelle ein bisschen die Worte. Die Bilder sehen eigentlich relativ einladend aus. Es gibt schlechte Filme, die sind so schlecht, dass sie wieder gut sind. Vielleicht gehört er in diese Kategorie rein. Ich muss sagen, der Release selber, ja, so lala. Wir haben hier ein bisschen mehr Text drin, aber der Text ist auch teilweise so klein, wie ihr gesehen habt. Für mich ehrlich gesagt eine mittelmäßige Mediabook an sich, komplette Veröffentlichung, weil das Bonusmaterial halt der US-amerikanischen Scheibe fehlt. Das hätte ich mir gerne noch reingezogen, um einfach mal zu sehen, was die Leute da bewogen hat, diesen Film aus dem Boden zu stampfen. Deswegen bekommt Berserker von mir auch nur ganz, ganz nette 2,5 von 5 Punkte. Ja, und ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, ob ihr diesen Film auch nicht kennt oder ob ihr ihn kennt, wie ihr dieses wirklich weirde Cover findet, was das Original-Artwork des Starlight VHS von damals sogar ist, ja. Trotz kleiner Änderungen, also dass hier dieser Text-Scroll da fehlt quasi im Mund des Herrn. Und mal schauen, wie der Film ist. Ihr werdet es auf jeden Fall in ein paar Monaten erfahren. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einem neuen Unboxing, Produktvorstellungs, vielleicht dann doch nochmal ein Blindkaufvideo, wer weiß auch immer, hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris.